Tabet hat ja die Pantiga-Baureihe ausgebaut und ich stelle euch ein weiteres neues Modell vor, und zwar den 550 TDL von Pantiga. Die Baureihe wurde ja letztes Jahr neu eingeführt, aber das sind neue Grundrisse, die dieses Jahr dazukommen, und die schauen wir uns doch gerne mal an. Erstmal Außenansicht, wie gesagt, von außen kennen wir ihn ja eigentlich aus dem letzten Jahr. Glattblech, steht auch hier angeschrieben, was sie alles haben. Tabet ist ja bekannt für den schönen Gaskasten. Hochschwingende Gaskastenklappe, Alu-Riffelblech, 2x11 Kilo Gasen, alles schön aufgeräumt. Knott an die Schlingerkupplung, Vollgummi-Stützrad, also schon alles schick gemacht. Auch mal von der Seite einen Blick. Ja, hier vorne ist die Toilettenkassette, also wisst ihr schon, wo die Toilette ist. Aber auf der vorzeltabgewandten Seite, das ist schon mal sehr vorteilhaft. So, hier ist dieses aus dem Hause Knaus Tabet bekannte Service-Modul. Ich gucke mal, ob ich es gerade aufmachen kann. Da hast du halt Stromanschluss, du hast, kommst ans Wasser gut dran, hast Ablassventil. Also das muss man wirklich sagen, das hat Knaus Tabet in der Gruppe wirklich schön gelöst. Hier ist der Auslass der Truma, das heißt, wir haben eine Kombiheizung verbaut. Der Pantiga ist ja bekannt für seine sehr großen Fenster, das sehen wir aber gleich im Innenraum. Ja, Heckansicht. Schmales Fenster, sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus. Oh, eben geht das Licht an, das ist sehr gut. Wir haben also noch ganz früh am Morgen, deswegen ist nichts los. Und ja, die LED-Leuchten sind natürlich was Besonderes und vor allen Dingen sind sie in den Aufbau eingelassen, so wie bei heutigen Fahrzeugen. Sieht also wirklich schon sehr schick aus. Ja, von der Seite, wie gesagt, haben wir schon gesehen. Vorne ist eine Stauraumklappe und das Bett, das kennt man ja auch. Schauen wir mal kurz einen Blick auf die Daten. 550 TDL, kostet Grundpreis 35. Der hier liegt jetzt bei 47. Wir gehen erstmal zu den technischen Daten. 7,90 Meter Gesamtlänge, 2,32 Breite, also schon ein kompaktes Fahrzeug, also von der Breite her zumindest mal. Fahrbereit irgendwo zwischen 1,4 und 1,5, maximal 2 Tonnen. Bei 2 Tonnen habe ich noch 413 Kilo. Das ist die maximale Masse der Zusatzrüstung, 413 Kilo. Also man kann da noch einiges aufrüsten natürlich. Ja, das war's schon bei dem. Und jetzt gucken wir noch mal gerade auf die Sonderausstattung, weil die ja relativ umfangreich ist, was hier alles dabei ist. Also Pakete, Sicherheitspaket, müssten wir jetzt in Beschreibung nachgucken, was da alles drin ist. Das will ich jetzt nicht alles einzeln, ich kann es auch gar nicht sehen hier. Steht nur dabei Exterieur Design Paket. Vielleicht ist das sogar das Glattblech. Ambientelicht, Premium Interieur Paket. Schaut mal, allein das sind schon 3.000 Euro. Ne? Dann die Klimaanlage, da gibt es ja eine Messeaktion. Ich habe ja extra ein Messevideo gemacht. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen mit den ganzen Aktionen der Hersteller. Da ist die Aventa Komfort verbaut. Die habe ich auch, die Klima. Die ist sehr gut. Es sind Smart-TV schon drin für fast Tausende. Und die Überführungskosten sind auch ein Tausender. Also habe ich einen Gesamtpreis der Sonderausstattung von 11.700 Euro. Ja, da hat man früher Wohnwagen für gekauft, für den Preis. Aber das ist bei dem Fahrzeug, bei Autos heutzutage ja auch so. Ja, Tabet-Schriftzug im Eingang. Dann werfen wir mal einen Blick rein. Hier habe ich so eine schöne, ist ja keine U-Sitzgruppe, ich sage mal Couch-Sitzgruppe dazu. Das Design kennen wir ja aus der Pantiga-Baureihe vom letzten Jahr. Das ist ja bekannt, nur der Grundriss ist jetzt wie gesagt neu. Hier vorne Truma-Steuerung. Ja, alles sehr schick gemacht. Hier oben ist ein Hegi verbaut, das ist wie gesagt nur Messebeleuchtung, was drin hängt. Ja, und dann haben wir hier so eine schöne Theke, Küchentheke, eine schöne große Küche. Da unten ist dann noch LG, das ist, scheint ein Backofen zu sein, der was. Wer es genau weiß, schreibt es gerne mal rein, könnt mal gucken. Aber also müssten wir auf das Zusatzausstattung gleich mal gucken, was drauf stand. Das würde mich jetzt mal schon interessieren. Ne, das ist eine Mikrowelle, hm? Das ist ein Mikro. Steht auch hier ein bisschen raus. Ja, und bei Pantiga ist hier das Besondere, der hat hier oben eine Abdeckung und hier unten drunter ist dann das Induktionskochfeld, also gasfrei. Und wenn du jetzt hier dran drückst, ich muss jetzt wieder überlegen, wie das war. Wie war denn hier die Öffnung? Wenn ich das rausfinden würde. Letztes Jahr habe ich noch gewusst, wie es geht. Irgendwie muss es hier funktionieren. Ach, hier ist ein Hebel. Unten ist ein Hebel, dann schiebe ich es raus. Und da habe ich das Modul. Das hier kann ich komplett rausheben und in den Auslass quasi reinmachen und das Brett raus.
ja, ist okay. Warum man das macht, weiß ich nicht. Klar, die meisten kochen nicht drin, auch wir kochen nicht oft drin, muss man dazu sagen. Aber in so einer, ich sag mal, hochpreisigeren Baureihe wie jetzt hier, 35.000 Euro im Standard, hätte man es auch klassisch machen können. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich schon interessieren. Hier ist der Smart TV von Oyster, also schon was Gutes. Kleines Board hier noch auf der Seite. Hier ist der Doppelanschlag-Kühlschrank. Wahrscheinlich großer Kleiderschrank. Ja, brauchen wir gar nicht, um den Detail anzugucken. Auch hier nochmal ein Regalboden-Kleiderschrank bis runter. Ja, schöne Front. Hier sehen wir hier oben die Truma Aventa, die auf der Preisliste drauf stand. Hier oben ist dann nochmal ein Heki. Ja, ich habe hier schon viel Platz, muss man sagen. Obwohl er nur 2,30 breit ist, darf man nicht vergessen. Also der ist nur 2,30er Grundriss. Hier habe ich nochmal ein Regal. Ja, außenliegendes Waschbecken mit Spiegel, mit allem drum und dran. Und weil dann hier ist nur eigentlich die Toilette. Auch die ist schön angelegt. Hinten noch eine Schublade, oben noch eine Stange für mal ein Handtuch oder so zu trocknen. Er hat zwar einen Duschrost drin und auch eine Duschtasse, aber keine Duschausstattung. Ich gehe mal davon aus, das wäre optional möglich. Ja, und hier ist dann das französische Bett, Doppelbett. Ja, ich denke mal, vorne ist es so 1,60, unten ein bisschen schmaler und von der Länge her dürfte es so 1,90, 2 Meter dürfte es haben. Aber wie gesagt, kann man auf der Seite von Tabert nachlesen oder in der Beschreibbox, das ist überhaupt kein Thema. Ja, oben schöne weiße Regale noch. Werfen wir nochmal einen Blick von dem Bett aus. Ich sitze jetzt quasi auf dem Bett und werfe einen Blick hier in den Raum rein. Also hat man hier quasi Küche. Die Theke ist halt schon was Spezielles, finde ich schon schick, muss ich sagen. Hier habe ich die Schränke, Kühlschrank und dann die große Sitzgruppe. Also ist ja, ich sag mal, ein klassischer Zwei-Personen-Wagen. Mit zwei Mann ist die Sitzgruppe fast zu groß. Aber die kann man natürlich umbauen zum Bett. Dann könnte man auch mit, sag mal, maximal 4 Personen hier schlafen. Also 2 Personen würden da schon noch hingehen. Und dann könnte man das auch mit 4 Personen machen. Man darf natürlich nicht vergessen, er ist 8 Meter lang. Also 7,90 Meter ist er lang, um es genau zu nehmen. Also ein ganz kompaktes Fahrzeug ist es natürlich nicht. Also zu zweit hat man hier schon gut Platz, also wer französisch Bett sucht mit einer, ich sag mal, annähernden U-Sitzgruppe und einer schönen Küche, wäre hier gut bedient, glaube ich. Ja, schickes Fahrzeug, Pantiga kennt man ja seit letztem Jahr, ich finde es auch sehr gut. Tabert ist ja jetzt damit sehr modern geworden, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, würde mich natürlich auch sehr interessieren, weil jeder hat ja seine eigene Meinung dazu, also ab in die Kommentare damit. Lasst mir ein Like fürs Video da und natürlich auch ein Abo für den Kanal, weil ich stelle ja viele Wohnwagen vor, nehme euch mit auf meine Reisen, zeige euch Campingplätze und so weiter. Also ein Abo lohnt sich auf jeden Fall und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao!